Ein Kanu treibt auf dem Zürichsee. Von den Fahrern fehlt jede Spur. Vermisst wird ein Bärli. Die Maya Bachmann, Medizinstudentin 34 und aus Zürich. Und der Beat Zendler, 48, Pfarrer aus Thalwil. Gefunden wird das leere Kanu zwischen Herliberg und Oberrieden. Die Ermittler fliegen mit einem Helikopter über den Zürichsee. Die Seepolizei sucht den Boden ab. Doch sie findet keine Leichen. Das lässt ja die Türen oft zur Hoffnung. Vielleicht ist es doch irgendwo noch möglich, dass sie lebt. Der Blick berichtet über den Fall. Polizei und Experten stehen vor einem Rätsel. Was ist passiert? Die Art von Kanu sind an sich kippstabil. Das ist verschwunden im Zürichsee. Gemeinde Oberrieden im Kanton Zürich. Der Harry Bachmann geht an die Stelle, wo seine Schwester Maya 1993 verschwunden ist. Seit rund 30 Jahren vermisst er sie. Er will herausfinden, was passiert ist. Wir haben eigentlich nie aufgehört zu suchen. Und auf der anderen Seite ist so der Wunsch da, irgendetwas abzuschliessen. Weil das sind jetzt 30 Jahre ohne Antwort. Und es sind 30 Jahre, wo man immer in dem Limbo ist, wo man nicht weiss, was wirklich passiert ist. Und wir haben viel über das geredet, oder? Dass wir versuchen wollen, jetzt noch eine Antwort darüber zu kommen, in welche Richtung es auch immer geht. Um auch die Maya Ruhe zu lassen und sie können zu verabschieden, wenn das nötig ist. Blick TV rollt den Fall auf. Wir lesen die Ermittlungsakten von der Polizei und der Staatsanwaltschaft und machen eigene Recherchen. Wir reden mit den Angehörigen von beiden Personen und bekommen Informationen wie Fotos. Rückblende. Es ist Sonntag, der 25. April 1993. Abend um 9 Uhr in der Gemeinde Gattiken bei Oberrieden. Der Beat Zendler und die Maya Bachmann erzählen an einer gemeinsamen Bekannten, dass sie auf den See gehen. Die Luft ist an diesem Abend 14 Grad warm, die Wassertemperatur 12. Für den Abend sind Wind angesagt. Die beiden sind seit 4 Monaten ein Bärli. Sie haben sich über eine Kontaktanzeige in der Zeitung kennengelernt. Der Beat hat die Anzeige geschrieben, die Maya hat geantwortet. Die beiden parkieren bei der Einwasserstelle Wischerloh. Das ist an der Grenze von der Gemeinde Oberrieden zu Thalwil. Sie werden zuletzt bei einem Restaurant in der Nähe gesehen. Der Beat Zendler kauft ein Bier und ein Cola. Das ist gegen die Zähne. Der Beat ist ein erfahrener Kanufahrer und schon mehrmals auf dem Zürichsee gewesen. Die Maya kann laut ihrem Umfeld nicht gut schwimmen und friert schnell. Die Angehörigen rätseln, was mit ihnen passiert ist. Ist es ein Unfall gewesen? Ist es ein Suizid gewesen? Ist es ein Verbrechen gewesen? Oberrieden am Zürichsee. Es ist Montag, der 26. April 1993, kurz vor dem Mittag. Ein Motorschiffausbildner entdeckt das leere Kanu. Von der Maya Bachmann und dem Beat Zendler fehlt jede Spur. Also wir haben 4 Fragen. Ist es ein Unfall gewesen? Ist es ein Suizid gewesen? Ist es ein Verbrechen gewesen? Oder ist sie verschwunden? Wobei die 4. ist für uns eigentlich nie eine reelle Option gewesen. Also bleiben wir am Schluss bei den ersten 3. Die Polizei untersucht das Auto. Es ist nicht abgeschlossen. Im Wagen liegt ein Schlüsselbund, ein Seil und ein paar Schuhe. Die Polizei fliegt mit einem Helikopter über den Zürichsee. Die Taucher der Seepolizei suchen 60 Tage lang den Boden ab. Sie tauchen bis zu 40 Meter tief. Tiefer unten wird der Wasserdruck stärker und der Sauerstoff giftig.
sind zwei Gedanken auftaucht. Sofort das eine vom Vertrinken und das andere vom sich retten. Und das hat sich dann auch so ein bisschen die Waage gehalten. Also, das denkst, vielleicht haben sie es geschafft. Und auf der anderen Seite Verzweiflung, dass sie wirklich vertrunken sind. Der Blick berichtet über das Verschwinden. Ein Kellner erkennt den Beat Zähndler in der Zeitung. Er hat ihm, so gegen die Zähne, das Bier und das Cola verkauft. Ist der Wind die Schuld, dass die beiden ins Wasser gekippt sind? Blick TV recherchiert knapp 30 Jahre nach dem Verschwinden weiter und fragt Peter Wick. Der Meteorologe studiert Windgeschwindigkeiten der Unglücksnacht. Eine Wetterstation in der Nähe misst Wind zwischen 20 und 45 km in der Stunde. Es ist schwache Böen, eigentlich ein bisschen mehr als wir jetzt gerade da haben. Also wirklich nicht der Rede wert. Von stürmischem Wind redet man dann ab 50 km pro Stunde, 40, 50 km pro Stunde. Vor allem, es kommt auch wieder von allen Böen sind. Das ist auch wieder so eine halt sehr differenziert, wenn eine Böe wirklich auf einen Schlag kommt, dann ist eine 50er-Böe schon relativ stark. Wenn aber eine Böe sich aufbaut langsam, ist eine 50er-Böe kein Problem. Und entsprechend auch das muss man etwas differenzieren. Aber so von Sturm redet man so ab 60, 70 km pro Stunde, 80 km pro Stunde. Sind die beiden vielleicht aus dem Kanu gekippt? Wir fragen den Hans Alder. Er ist Kanuvermieter und fährt seit 60 Jahren selber Kanu. Also die Art von Kanu, das sind Kanadier, sind an sich kippstabil und nicht zu vergleichen mit einem Regattenboot. Und ich kann mir die Kenterung oder das Rausfallen nur vorstellen, indem die aufgestanden sind oder Plätze wollen wechseln oder vielleicht sogar einen kurzen Schwung wollen machen. Und sonst kippen wir eigentlich nicht. Wenn man das zweite im Boot ist, ist Einsteigen möglich. Es ist nicht einfach für Anfänger, aber möglich, indem der eine einsteigt auf der einen Seite und der andere dagegen hebt. Wie lange können Menschen bei 12 Grad kaltem Wasser überleben? Blick TV auf Besuch beim Stefan Bolliger im Institut für Rechtsmedizin. Er ist Facharzt und obduziert Leichen. Also das erste Problem kann der Kälteschock sein. Das heisst, aufgrund der Kälte kann es dann zu einem Herz-Kreislauf-Zusammenbruch kommen. Wenn man das überlebt, besteht auch noch Gefahr vom Schwimmversagen. Die Kälte tut dann nachher fast wie die Muskeln und die Nerven lähmen. Und das führt dazu, dass man nachher unter Wasser geratet und dann dabei ertrinkt. Und das Dritte, allerdings erst ca. nach 30 Minuten, je nach Körperbau, ist dann die Unterkühlung. Meistens ist aber dann die Unterkühlung nur ein Problem, wenn man auch einen Westen anhat, sodass man nicht vorher bewusstlos untergegangen ist. Das Kanu ist zwischen Herliberg und Oberrieden gefunden worden. Der tiefste Stelle vom Zürichsee. 136 Meter. Der Volksmund besagt, dass alle Wasserleichen wieder an die Oberfläche kommen. Das stimmt nur bedingt bei wärmeren Gewässern mit genügend Sauerstoff. Bei einem tiefen See, wie in diesem Fall, und 4 Grad Temperatur am Seegrund, kommt es dazu, dass die Fühlungsprozesse unterbrochen werden. Es kommt gar nicht zur Gasbildung, die überhaupt die Leichnam an die Oberfläche treibt und die bleiben nachher dort unten. Und so geht es weiter. Der Ex-Freund von der Maya glaubt nicht an ein Unglück. Vielleicht ist es doch irgendwo noch möglich, dass sie lebt. Die Polizei befragt die Angehörigen von Maya Bachmann und Beat Zähndler, ob die beiden psychische Probleme hatten. Für mich gegen einen Suizid spricht hauptsächlich, dass wir den letzten Tag mit ihr noch Kontakt hatten, von den Geschwistern, von den Eltern her. Und es hat niemand nie das Gefühl gehabt, dass sie in einer persönlich emotionell schwierigen Situation war. Der damalige Blick spekuliert, ob ein Verbrechen möglich war. Doch für diese Theorie findet die Polizei keinen Hinweis. Für den Fredi Schwitter kommt noch eine andere Möglichkeit in Frage. Er ist der Ex-Freund von der Maya und 8 Jahre mit ihr zusammen. Nach meiner Vorstellung müssen wir etwas finden, dort, wo sie vertrunken sind. Und das haben weder wir, die Zweiten, die getaucht sind, die Gegend, und die Polizei auch nicht. Er hat nichts gefunden dort, und zwar null. Eine Zeugin meldet sich bei der Polizei. Sie sagt, sie hätte den Beat Zähndler nach dem Verschwinden noch mal gesehen.
Zitat: Nach der Autobahnunterführung auf der Sonnenbergstraße Höhe EKZ-Parkplatz begegnete ich Pfarrer Zendler, welcher mit dem Velo offensichtlich von Thalwil in Richtung Gattikon fuhr. Doch die Polizei vermutet eine Verwechslung, weil zwei Männer im Dorf einem Beat Zendler äußerlich gleichen. Also, dass sie bewusst weg sind zusammen und ein neues Leben angefangen. Der erste Jahr ist das denkbar gewesen. Man hat auch dann immer, das lädt ja Türen oft zur Hoffnung, oder? Dass sie irgendwie zurückkommt. Und ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich sie würde empfangen, oder? Dass man dort mal ziemlich ernst miteinander reden würde. Und das ist dann auch mit der Zeit ist das schon verschwunden. Ich finde das eine nicht möglich und das andere eben auch nicht. Und ich denke, vielleicht ist es doch irgendwo noch möglich, dass sie lebt. Ja. Und ich habe verschiedene Suchanfragen durchgegeben auf Südamerika, an Kollegen, die ich dort kenne und. Aber es ist nie irgendetwas zurückgekommen. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie aus ihrem Abenteuer Drang raus zuerst mal gefunden hat, okay, verreisen wir. Und dann muss ich aber sagen, auf die längere Sicht raus, ist es dann für mich eher unwahrscheinlich, dass sie dann nicht irgendwann ein Zeichen gesetzt hat. Die Polizei findet in der Wohnung ihre Pass, ID und Führerausweis. Abklärungen ergeben, es gibt kein Duplikat, also kein zweiter Pass. Auf der Passagierliste von der Airline Swissair taucht keine von beiden auf. Auch ihre Bankkonten sind unauffällig. Keine größere Summe Geld sind vor oder nach dem Verschwinden abgehoben worden. Nach zwei Jahren Ermittlungen stellt die Polizei die Suche ein. Ein Verbrechen sei unwahrscheinlich. Im Jahr 2007 erklärt das Amtsgericht Luzern Maya Bachmann für verschollen. 14 Jahre nach dem Verschwinden. Blick TV recherchiert ein halbes Jahr. Doch es ergibt sich keine neue Spur. Was damals passiert ist, bleibt ein Geheimnis. Gemeinde Ebike in Luzern. Da ist Maya mit ihrer Familie aufgewachsen. Der Bruder Harry hat sich mit zwei Schwestern verabredet. Sie wollen mit der Vergangenheit abschließen und ihre Schwester Maya lassen gehen. Wir haben entschieden, heute hier einen Abschied zu machen für Maya mit Steinen. Wir haben sechs Steine ausgelesen, wo die sechs Geschwister sind. Maya und ihre fünf Geschwister. Und haben mit Holz so eine Art ein Zelt im Sinn für sie zu bauen, das eine so Schutzfunktion hat und wo wir ein Engel, wo wir gefunden haben, wo wir mitgeben wollen. Weil das eines von ihren Sammelobjekten waren, also Steine und Engel. So, das waren sehr Sachen von der Maya. Wir hoffen, dass hauptsächlich irgendwie Ruhe in die ganze Geschichte hineinzubringen für die Maya. Auf der einen Seite, weil wir das Gefühl haben, wir sind ihr das schuldig. Und auch für uns, weil wir denken, dass sie uns auch schuldig sind. Irgend nach so vielen Jahren eine Ruhe reinzubringen.